Wir stehen hier vor dem Schulgebäude der Schuntersiedlung und wäre es nach dem Willen der Schulverwaltung unter der damaligen Leitung von Stadtrat Markurt gegangen, würden hier keine Kinder der Schuntersiedlung mehr unterrichtet werden. Getreu dem Motto kurze Wege für kurze Beine bildete sich auf Initiative von Elternvertretern eine Stadtteilinitiative der Arbeitskreis zum Erhalt der Grund- und Hauptschule. Nach monatelangem Kampf wurde dann im März 2011 schließlich im Rat der Stadt beschlossen, der Grundschulstandort Schuntersiedlung bleibt als Nebenstelle der Grundschule Kralenriede erhalten. Die Kinder hier aus der Schuntersiedlung können weiter zur Schule gehen. Keinen Kilometer von hier entfernt befindet sich die sogenannte Landesaufnahmestelle für Asylbewerber. Dies versuchten Nazi-Gruppen dann auszunutzen, um hier im Stadtteil Stimmung zu machen gegen Flüchtlinge. Und die sogenannte Bragida in Braunschweig hat das begierig aufgegriffen und wollte hier auf dem Thostmannplatz eine große Kundgebung mit ihrer Hetze gegen Flüchtlinge machen. Und das Tolle war, dass gerade aus diesem Umfeld, dieses Arbeitskreises zum Erhalt der Grund- und Hauptschule, aus diesem Umfeld hat sich dann hier im Stadtteil, auch unterstützt von der Kirchengemeinde hier zum Beispiel, eine Initiative gebildet, die sich eben gerade für ein Willkommen gegenüber den Flüchtlingen und für ein Zusammenleben mit den Flüchtlingen ausgesprochen haben. Und diese Initiative hat zusammen mit dem Bündnis gegen Rechts hier eine große Gegendemonstration gegen Bragida gemacht, wo deren 100 Leute in dem Protest auch von vielen Anwohnern, das war wichtig, untergegangen sind. Und ich finde, beides zusammen ist ein schönes Beispiel. Hat man mal Solidarität erfahren und mit Erfolg, wie hier mit dem Erhalt der Grundschule, dann wirkt sich das auf das gesamte Zusammenleben auch aus. Hier zumindest in der Schuntersiedlung ist es so auch gewesen. Die Linke kämpft für ein Braunschweig? In dem Bürgerbeteiligung keine leere Worthülse ist, sondern gelebt im Alltag.